Also in erster Linie muss Wohnung Raum anbieten. Das hat man in Covid-19 sehr stark gespürt. Und zwar Raum. Das kann jetzt sein, dass wir über die Raumhöhen neu diskutieren. Es kann sein, dass wir, und das war das Hauptthema bisher, über den Freiraum der Wohnungen sehr stark diskutieren. Also einerseits über den wohnungsinternen Balkons, Loggien und Terrassen und das andere den wohnungsbezogenen Freiraum, der auch sehr wichtig ist. Und das Dritte ist, also was mir aufgefallen ist, dass sehr viele Leute gejammert haben, dass sie nicht den Platz in der Wohnung haben, wenn das Homeoffice dazukommt und die Kinder die Schulaufgaben machen. Das heißt, man müsste sich über die Wohngrundrisse noch einmal Gedanken machen. Was heißt das? Wir haben ja jetzt eigentlich nur Wohnzimmer, die die Elternzimmer betreffen oder das Schlafzimmer, und könnte man hier nicht so eine Art Kombiräume schaffen? Da könnte man aus den 20er, 30er Jahren Rückblicke machen, wo es Einküchenhäuser gegeben hat und Wohnungen und Wohnteile, die vielleicht auch von zwei Wohnungen gemeinsam genutzt werden können etc. Also ich glaube, eine Wohnung, ich fange im Freiraum an mit dem Außenraum. Etwas nämlich, wenn wir manchmal als Architekten ja auch von Laien so mit dem konfrontiert werden, früher war doch alles besser und die moderne Architektur ist doch schlecht, dann sage ich immer drauf, wie viele Wohnungen gab es denn mit Balkonen und wie viel gibt es heute mit Balkonen. Also zumindest da wurde was besser und unser Wohnraum braucht Außenraum und zwar gut nutzbaren Außenraum, auch grünen und beschatteten Außenraum wird ja immer wichtiger. Das ist mal das eine. Das andere glaube ich, dass die Wohnformen verstärkt welche werden sollen, wo ich ein Generationenwohnen habe, dass wenn ich alt werde und mit 80, 90 Jahren nicht einfach in irgendein Heim abgeschoben werde, sondern dass es einfach Mischformen gibt, wo man froh ist, dass in einem Haus ein 80-Jähriger ist, der mal vielleicht einem Schulkind, Kindergartenkind was vorliest und umgekehrt holt der Papa oder die Mama vom Kindergartenkind Einkäufe für den 80-Jährigen, also dieses gemischte Wohnen, das eben verstärkt wird auch durch kluge Gemeinschaftsräume, die man gerne nutzt, also nicht nur irgendeinen leeren Tischtennisraum oder so, sondern halt kompakte Wohnungen zwar, weil man sich oft nicht mehr leisten kann, aber dafür dann eine Gemeinschaftsküche, die wirklich Spaß macht und mit Bibliothek, so wie in der Sargfabrik oder so. Also ich glaube, Wohnen muss vielseitig sein. Ich bin vor allem jemand, der sagt, Wohnen darf nicht weiterhin immer dieses Durchschnittswohnen. Jede Wohnung heutzutage ist gleich. Du darfst nach irgendwelchen Förderrichtlinien kein Zimmer kleiner als 10 Quadratmeter machen. Und ich finde, es muss der Durchschnitt abgewürgt werden. Wir müssen freche Speziallösungen auch mal haben. Vielleicht sogar zwei kleine 5 Quadratmeter Zimmer, es gibt Scheidungskinder, es gibt alles Mögliche. Sie sollte groß genug sein, hoch genug sein und sie sollte Raum und Material bieten, um sie selber verändern zu können. Also alles nur keine vorgefertigten Modelle, wo alles fix drinnen ist. Und ich glaube, wir müssen unsere Wohnungen vor allem höher planen, um auch in der vertikalen ein bisschen mehr Spielraum zu haben. Ich glaube, dass sich der mehr Quadratmeter sich zu wünschen ist ein Wunsch, der wird ohnehin nicht in Erfüllung gehen, aber ein bisschen in der Höhe sich zu spielen, das ist vielleicht noch eher drinnen. Also ich bin ein Fan von sehr, sehr hohen Räumen, wo man Galerien einziehen kann. Ich glaube, das könnte ein bisschen mehr Freiraum bieten und Balkone ist eh klar, keine Wohnung mehr ohne Freiraum. Ha. Das ist eine gute Frage. Ja, das hängt von den Personen, von den Menschen auch ab, wie sie wohnen definieren, würde ich jetzt mal ganz frech sagen. Und auch vom Alter hängt es ab. Das heißt, was eine Wohnung sicher schaffen muss, das muss auf die Bedürfnisse des Menschen eingehen können, das Lebensumfeld. Und da ist es so, dass wir natürlich sehen, desto älter die Menschen werden, ja, desto weniger mobil werden die Menschen. Oder desto jünger sie sind, desto unterschiedlicher werden auch die Ansprüche. Also von Generation zu Generation ist es unterschiedlich, das ist einmal das eine. Und wenn wir jetzt auf Corona blicken, weil ja das unter dem Corona-Deckmantel läuft, das Interview,
dann sehen wir etwas. Also ich habe da viele Kollegen, die in Wien oder in Berlin oder in Hamburg arbeiten. Und da wurde ich beneidet, dass wir einen schönen Garten haben, ja? Oder einen Balkon haben. Ja? Das ist etwas, was die Menschen natürlich interessanterweise jetzt suchen. Ja? Weil man muss sich vorstellen, Corona ist ja fast so, wie wenn man eingesperrt ist, ja, unter den vier Wänden. Und da sieht man natürlich, einerseits brauchen wir Rückzugsorte. Das heißt, wir brauchen komplexe Wohnformen, meiner Meinung nach von den Raumfolgen her. Und wir brauchen interessanterweise auch das Thema der Integration der sogenannten Freiräume. Ob das jetzt Grünräume sind oder ob das jetzt ein Büro ist, so im Weinfall. Ich bin da ein Stockwerk unter dem Wohnetage. Das ist mein Freiraum. Der ist übrigens auch grün. Ich habe nämlich einen grünen Boden. Das heißt, das ist gleichzeitig ein grüner Raum. Ja, also ich glaube, dass wir da uns überlegen müssen, was sind da die Qualitäten und vor allem, was sind die Anfordernisse, ja, um überhaupt dann wieder zu neuen Raumbilder und zu neuen, wie soll ich sagen, neuen Konfigurationen zu kommen. Also da hat sich natürlich etwas getan. Ja. Okay, und was ich glaube, was sehr, sehr interessant ist, ja, ist, dass wir bei Corona etwas gemerkt haben, bei Wohnquartieren, dass plötzlich die sozialen Infrastrukturen gesucht werden. Ja, also man muss sich das vorstellen, wenn wir ein Wohnquartier haben, die Leute sind eingesperrt wie in einem Zoo, ja, dann suchen vor allem die jungen Leute, also die sag jetzt einmal, das ist ganz logisch, ne, du bist nicht in der Schule, ja, oder die älteren Leute auch, ja, die suchen ihre Gemeinschaftsräume, die Gemeinschaftszonen. Und interessanterweise hatten wir das schon mal, ja. Also ich möchte vielleicht ein bisschen eine Botschaft an die Sozialdemokratie ausrufen. Ja. Wo seid ihr? Ja? Wo habt ihr den sozialen Wohnbau? Was ist los? Ja? Das war einmal die Geburt eigentlich der europäischen Stadt, fundiert eigentlich auf diese Sozialräume, auf diese Allmenderäume. Und die sind wiedererkannt worden. Und die suchen die Menschen zurzeit wieder. Und das ist spannend für uns Architekten. Das ist ganz eine spannende Zeit. Und ich glaube, da müssen wir das Pferd wieder finden und wieder ja, den richtigen Weg voranführen. Ja, was muss eine Wohnung leisten? Das ist nicht so leicht zu sagen, denn Wohnungen sind immer mit Geld verbunden. Und Wohnungen für Leute mit viel Geld, die kann man sich herrichten, aber an sich Wohnungen in der Stadt sollten einen Zugang zu einem halböffentlichen Raum haben. Halböffentlich meine ich damit, dass ich zum Beispiel, also ich eine Wohnung, dass ich mehrere Wohnungsmieter einen Platz herrichten können, dass sie einen Gemeinschaftsgarten haben können oder irgendeinen Raum haben, den sie gemeinsam gestalten können. Wir haben während der Corona-Krise einen Fall gehabt, da haben sich 8 Parteien oder sind sogar 10 Parteien mit dem Hausbesitzer zusammengeschlossen und haben mit sehr wenig Geld auf einer Garage einen Gemeinschaftsgarten errichtet. Das ist ein bisschen ein organisatorischer Aufwand für die einzelnen Mieter, aber da hat jeder 400 Euro gegeben und jetzt haben sie einen schönen Garten. Das ist also sehr geschwind gegangen und das ist etwas, was eine Wohnung eigentlich leisten muss, sollte. Das heißt, die Wohnung darf man nicht unabhängig von der unmittelbaren Umgebung, sprich vom halböffentlichen Raum, den ja die meisten Häuser haben, sehen. Das ist eigentlich so meine Antwort. Also das Wohnen hat viel mit Privatheit zu tun und mit Öffentlichkeit natürlich. Und was kann das Wohnen leisten? Also Wohnen ist zunächst mal eine Tätigkeit, die von Menschen ausgeübt wird. Also etwas nicht nur, worauf wir alle ein Grundrecht haben, es ist ein Grundbedürfnis, sondern was auch ganz fest mit unseren eigenen Lebensvorstellungen zu tun hat, wie wir unser Leben gestalten möchten. Aber natürlich auch, wie unsere Rahmenbedingungen generell sind. Also wie wir auch in Gemeinschaften leben oder leben müssen, wie frei wir unsere Entscheidungen überhaupt treffen können. Also hier prallt gesellschaftliche Konvention und das, was Menschen wirklich im Alltag erleben, aufeinander.
und nicht alles davon kann Entsprechungen in Räumen finden und nicht alles davon kann räumlich gelöst werden. Aber die Räume sind nun einmal quasi der Bezugsrahmen, in dem sich alles abspielt und idealerweise sollte da ein Ausgleich möglich sein zwischen dem, was man von uns in Gesellschaft und Familie und Gemeinschaften verlangt und uns zumutet und wieder auch die eigenen und anderen Ansprüche sind und dem, was wir zum Leben auch brauchen. Sicherheit spielt da eine wichtige Rolle, Rückzugsmöglichkeit spielt da eine wichtige Rolle, Erholung spielt da eine wichtige Rolle, nicht nur wenn es um Schlafen geht, spielt aber auch eine wichtige Rolle, Gastgeber, Gastgeberin sein zu können, also andere einladen zu können, all diese Dinge, die natürlich bei den kleiner werdenden Wohnungen, die ja ein Trend sind, vielfach nach außen verlagert werden. Und da ist es halt für mich auch immer wichtig zu sehen, also das eine gibt es nicht ohne das andere. Es steht in einer engen Beziehung und das eine kann das andere niemals völlig ersetzen. Und das besonders dann nicht, wenn die Mittel knapp sind. Also ich glaube, der Fokus, der liegt für mich und im Interesse meiner Arbeit, aber auch ja, von dem, was mich privat interessiert, besonders auf dem Bereich, wenn eben nicht alles möglich ist, wenn Mittel knapp sind, wenn Ressourcen knapp sind, wie geht man dann mit dem Wenigen, das man hat, so um, dass für ein freudvolles und möglichst konfliktfreies Leben mit anderen möglich ist. Ja, und was mir vielleicht da auch noch ganz wichtig ist, also viele Menschen haben jetzt erlebt, wie es ist, wenn man die eigenen vier Wände nicht mehr verlassen kann, wenn eben diese Möglichkeit zur Kompensation wegfällt, eben mal alleine sein zu können, unter anderem zumindest anonym oder auch Bewegung ganz wichtig. Wir haben da viele Klischees in diversen Blasen auch mitverfolgen können über die sozialen Medien und das hat manchmal schon auch ein bisschen wehgetan. Also das ist eben die Realität von vielen Menschen nicht. Und das zu sehen und ins kollektive Bewusstsein zu holen, ist mir da ein besonderes Anliegen. Ja, diese Frage ist wahrscheinlich mit und Covid ähnlich zu beantworten. Wir haben jetzt natürlich einen Langzeittest einmal in unseren Wohnungen gemacht in dieser Covid-Zeit. Ich glaube, dass eine Wohnung eine minimale Aufenthaltsmöglichkeit bieten muss, die von grundlegenden Qualitäten bietet einfach. Ja. Und da sind wir mit diesen aktuellen Tendenzen, dass die Wohnräume kleiner werden, sicher nicht ganz am richtigen Weg. Ja. Und ich glaube, das geht auch bis hinein in die Grundrissgestaltung, dass es zum Beispiel verschiedene Wege in einer Wohnung geben sollte. Ja. Das sind Standards, die zum Beispiel in der Schweiz praktiziert werden und die bei uns überhaupt nicht angedacht worden sind in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass da durchaus an Qualitäten ohne wahnsinnige Steigerung in der Kostensituation nachdenken muss. Das hat sich vielleicht durch Corona gar nicht geändert. Vielleicht ist manches bewusster geworden. Ich denke, dass so unterschiedlich wir Menschen sind und wir haben sehr unterschiedliche auch sozusagen Zielgruppen auf dem Markt, wenn man das so ausdrücken will. Manche Konstanten seit Jahrtausenden die gleichen sind für uns Menschen. Und was ist denn in der Stadt anders als am Land? Es ist sicher weniger selbstverständlich, einen Bezug zur Natur zu haben, zu Tages- und Jahreszeiten zu haben. Es ist weniger selbstverständlich, Ruhe zu haben. Es ist wesentlich mehr Nähe. Ich kann nicht so leicht Nähe und Distanz zu anderen Menschen selbst gestalten, überhaupt mein Umfeld weniger selbst gestalten, als das am Land oft der Fall ist. Und das sind aber alles Bedürfnisse, die da adressiert werden, die uns zu eigen sind, immer noch und wahrscheinlich noch lange bleiben werden. Also sind es die Herausforderungen, die beim Wohnen, beim Wohnbau in der Stadt und auch der Gestaltung der einzelnen Wohnungen in der Stadt zu adressieren sind, um gut wohnen zu können. Ich sehe auch hier keine völlige neue Herausforderung, beispielsweise
weil der internationale Respublikum in manchen Stadtteilen wohnen oder weil über mehrere Wochen oder Monate es nur eingeschränkt möglich war, die Wohnung zu verlassen. Das hat vielleicht manches bewusster gemacht, aber im Prinzip sind es die gleichen Themen. Wir reden beispielsweise über wohnungszugeordnete Freiräume, also Terrassen oder Balkone oder Gärten, doch schon seit 10 oder 20 Jahren als ganz großes Bedürfnis. Es hat sich ja auch die Einschätzung dessen, was marktfähig ist in unserer Stadt, sicher sehr verändert in den letzten Jahrzehnten. Das ist nicht was gänzlich Neues jetzt im Zusammenhang mit Covid-19. Wieder, ich glaube, das hat wenig mit der Pandemie zu tun. Ja. Es wird da eher Dinge wieder sichtbar, die wir kritischen Denkerinnen und Denker in den letzten Jahren eh schon immer wieder angesprochen haben. Ja. Also diese komplette Durchökonomisierung des Wohnungsmarktes. Ja. Das ist eigentlich nur mehr ein wie sagt man da, ein Gut ist, das verkauft werden muss. Ja. Das ist das Problem, ja. Unter anderem. Ja. Auch ein anderes Problem, auf dem ich immer herumreite, ist das, dass wir diese strikte modernistische Trennung zwischen Arbeiten und Wohnen, ja, dass sie mit dem CIAM und der funktionalen Stadt irgendwie so, was nicht am deutlichsten ausgesprochen wurde, dass das ja eigentlich überkommen ist. Ja. Also vor allem auch mit dieser vorher schon beschriebenen Veränderung der Arbeit. Ja. Das heißt, also ich würde mal prinzipiell sagen, dass es weniger um die Wohnung, sondern den Wohnungsbau als solchen geht, dass der anders gedacht werden muss. Ja. Auch hier gibt es wieder Businessmodelle, die dahinter stehen, die sich halt spezialisiert haben, die man nicht so schnell irgendwie wegbekommen wird. Hm? Also aus der persönlichen Erfahrung der vielen Videokonferenzen, die wir auch privater Natur jetzt in dieser Corona-Zeit gemacht haben, ist es vor allem für Leute, die in der dicht bebauten, also vor allem gründerzeitlichen Stadt wohnen, ein wesentliches Thema jetzt gewesen, dass sie keinen oder teilweise sehr kleine Außenräume hatten. Und wir hatten unzählige Videochats, wo die Leute im Schlafzimmer, im Kinderzimmer oder sonst irgendwo sitzend waren. Ich glaube, dass diese Thematik des Plusraums ein wesentliches, vor allem in der Neubauproduktion auch sein wird. Das betrifft jetzt dann wieder weniger die gründerzeitliche Stadt, aber vor allem den Wohnungsneubau. Es gibt so Konzepte, also vor allem also im gemeinnützigen Bereich wurde da einiges gemacht, aber ich würde es mal so ein bisschen als das Wiederaufleben, das Thema Zimmer, Küche, Kabinett und da vor allem dem Kabinett zugesprochen nehmen, wo ich sage, ich habe einen Raum, der nicht gleich besetzt wird von Vater, Mutter, Kind oder sonst irgendwem, sondern das ist der klassische Plusraum, der muss auch nicht abgeschlossen sein. Aber ich habe eine Möglichkeit, meinen Computer dorthin zu stellen oder sonst irgendwas zu tun. Das wäre in dieser Zeit für viele, viele Menschen, glaube ich, sehr, sehr dienlich gewesen. Und aus unserer persönlichen Erfahrung ist es so, dass man ein wenig danach fragt, wenn man jetzt sozusagen einen Umzug plant. Also das ist ein wesentliches Thema. Ich habe es gerade vorher gelesen, der Wojciech Czaja fragt an, so quasi, also erster Meinung, es wird eine Renaissance des Wohnungsgrundrisses, der hat vielen Türen und abgeschlossenen Bereiche geben. Das wäre möglich. Ich glaube aber, dass es vor allem um kleine Interventionen im Sinne dieses Plusraums irgendwie geht. Früher war es das Dienstbotenzimmer, wenn man es jetzt irgendwie so sagt, das irgendwo bei der Küche dabei war, vor allem in den gründerzeitlichen Strukturen. Da kannst du schon ein Bett reinstellen, aber das ist der Schlafraum sozusagen minimalisiert. Hätte jetzt aber in dieser Zeit einmal kurz ausgeräumt, als Mini-Büro super Dienste geleistet, ohne aus dem Schlafzimmer senden zu müssen. Und die Außenräume, aber das ist eher Thema, das betrifft unsere Stadt ohnehin seit Jahren eigentlich. Also, wie kann man Balkone anbauen, vor allem in der gründerzeitlichen Stadt, glaube ich, sollte man eher weg von der Thematik des Denkmal, sonstigen Schutzes und hin zu einer lebenswerten Stadt, belebte Fassaden, nicht nur grün an sich, aber Balkone, Außenräume für die Menschen, das ist wichtig. Das wird auch in Zukunft wichtig sein, ohne Corona. Die meisten von uns haben in den letzten Wochen, Monaten eine dramatische Überbelegung in der eigenen Wohnung erlebt. Die Wohnung wird zum Büro, wird zur Schule. Und es funktioniert nicht so einfach, wie das zum Beispiel an einem Computer-Desktop funktioniert, dass man einfach so Funktionen, Programme überlagern kann. Das wäre zwar eine alte Fantasie, aber ich glaube, viele von uns haben gespürt, das ist nicht so einfach. Und für mich zeigt sich wieder einmal, dass
die sogenannten maßgeschneiderten Wohnungen nicht wirklich smart sind, sondern dass hybride Räume einfach viel intelligenter sind, viel resilienter sind in der Krise und auch über die Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte viel nachhaltiger sind, weil sie eben umgenutzt werden können. Es beginnt bei Raumhöhen, geht aber natürlich auch insgesamt um Kubaturen und Strukturen. Und da sind wir beim Thema Großzügigkeit, das für mich in den letzten Jahren viel zu sehr zu kurz gekommen ist. Also Großzügigkeit auch im sozialen Wohnbau, im geförderten Wohnbau. Wir müssen es schaffen, wieder großzügige Räume zu machen. Und eine Möglichkeit, das ökonomisch zu machen, wäre ein mutigerer Umgang mit dem Bestand, vor allem mit dem Bestand aus der Nachkriegsmoderne. Da kann man noch ganz viel tun. Bei uns ist der zwar saniert, wärmegedämmt, mit Sondermüll bepappt, aber nicht wirklich räumlich transformiert. Und da gibt es ja Beispiele aus Frankreich, zum Beispiel von Lacadon-Vassal, wo sie jetzt in Bordeaux wieder ein neues Projekt realisiert haben, das jetzt auch Europas bestes Gebäude, Mies van der Rohe-Preis bekommen hat. Und da haben sie Wintergärten vor so eine Scheibe, so einen Plattenbau gestellt, haben die Fassade radikal aufgerissen und ich war dort und habe mir das angeschaut. Es ist ein dermaßen ziviles Gebäude, das mit wenig Einsatz so viel Mehrwert bringt. Und ich habe mir wirklich gedacht, wie hätten diese Mieter und Mieterinnen Corona erlebt vor dem Umbau und wie können sie es jetzt erleben? Also ich habe dort mit einem Mann gesprochen, mit einem Pensionisten, der seit Jahrzehnten dort wohnt und sagt, er hat sein Leben lang in einem Hasenstall verbracht und jetzt hat er eine Villa zum selben Preis, weil eben diese Gebäude schon abbezahlt sind und diese Interventionen nicht viel kosten. Das heißt, es würde Möglichkeiten geben, wieder eine neue Großzügigkeit in den Wohnbau zu bringen. Man hat jetzt in der Corona-Krise sehr stark gemerkt, Konzert, Applaus auf den Balkonen, Menschen, die auf den Balkonen stehen, dass der private Freiraum, wenn man schon den öffentlichen Freiraum nicht nutzen kann, sehr, sehr wichtig geworden ist. Jetzt wäre natürlich ein logischer Schluss, alle Wohnungen werden in Zukunft nur noch Balkone haben und Balkone sind so wichtig wie nichts anderes. Ich denke mir, Freiräume sind tolle, luxuriöse, wunderschöne Bestandteile eines komfortablen Wohnens. Aber da möchte ich trotzdem immer noch den öffentlichen Freiraum dazu in Bezug stellen, der mir viel, viel wichtiger ist als der Balkon. Und ich fände es traurig, wenn jetzt die gesamte österreichische Gesellschaft ihre Freizeit am Balkon verbringt und nicht mehr in der Stadt draußen. Also da weiß ich nicht, ob sich so viel verändern wird, als diese Regelungen, dass eh schon jede Neubauwohnung einen Balkon braucht. Also da gibt es ja schon sehr viel. Was sich allerdings im Wohnen verändern wird, und davon bin ich auch überzeugt, ist, wie wir Grundrisse denken. Ist alles immer kleiner, immer kompakter von der Wohnfläche und sind die Räume immer hybrider und können mehr Wohnküche? Oder gehen wir dazu über, dass vielleicht doch nicht die Kleinstwohnung, die super, super, super smart Kompaktwohnung die beste ist, mit einem einzigen Riesenwohnzimmer, Riesenwohnküche, sondern dass auch da das Wohnen wieder die Facette kriegt, die es früher hatte, nämlich zu Hause wohnen, zu Hause leben, sich zu Hause bewegen können, sich zu Hause entfalten können. Entfaltung, räumliche Entfaltung in Wohnungen der letzten 5, 10 oder 15 Jahre ist kaum noch möglich, wenn ich mir den Neubausektor anschaue. Ich glaube, gerade im Bereich auf Wohnung ist es ganz explizit und wichtig geworden, Rückzug und Gemeinschaft beides gleichermaßen zu haben, sowohl im wirklich eigenen Wohnbereich, aber auch in der Nachbarschaft und im Quartier. Also diese Innenbereiche, wo jeder seinen kleinen Rückzugsraum hat, wo man sich aber auch trifft in der Wohngemeinschaft, in der Familie, aber auch dann wiederum nachbarschaftlicher Austausch und Quartiersaustausch, der relativ einfach fußläufig funktionieren sollte, wäre wünschenswert. Also ich würde diese Frage sehr gerne so ein bisschen mehr in Richtung Wohnungen in Zeiten von Telearbeit lenken, wenn ich das darf. Denn das war wirklich ein Thema für uns alle, dass Wohnungen einfach teilweise genug Platz haben und teilweise überhaupt nicht genug Platz haben. Und dass das dringlichste Problem in meinen Augen war, dass es akustisch abtrennbare Bereiche gibt.
Ich bin sehr gut durch Corona gekommen, bei mir war es kein Problem, bei anderen hat sich das gezeigt, dass es einfach störend ist. Und ich denke, es gibt ja schon viele Modelle, schon in den 60er Jahren, wo man sich über den Einsatz von Kapseln oder Hüllen, also ich denke da nur an das aufblasbare Büro von Hans Hollein aus den späten 60er Jahren, wo man sich damit schon beschäftigt hat. Und natürlich sind das in der Regel solche Kapseln und Hüllen, die in Großraumbüros oder im Außenraum stattfinden. Hier müssten sie so adaptiert sein, dass sie in kleinen Wohnungen Platz haben und dass sie dort vielleicht auch veränderbar sind. Aber das ist in meiner Ansicht nach unbedingt notwendig, um auf die Telearbeitszeit und auf die immer kleiner werdenden Wohnungen eingehen zu können. Also im Endeffekt ist es keine aktuelle Frage, sondern es ist eine uralte Frage, die eigentlich seit Jahrhunderten eigentlich besteht und die eigentlich vor allem von der Moderne ab der Zwischenkriegszeit ja auch behandelt worden ist. Also ich finde, dass viele Themen, die jetzt aktuell diskutiert werden, sind Themen, die schon seit langem eigentlich vorhanden sind und zu wenig eigentlich Beachtung gefunden haben. Und jetzt durch diese lang andauernde Pandemiesituation ist es spürbarer geworden, unter welchen prekären Lebensverhältnissen viele Leute in der Dichte der Stadt leben müssen. Und ich denke, dass diese Diskussion über die lebenswerten Wohnungen und auch die Qualität der Wohnungen eigentlich schon seit längerem geführt wird. Mir ist das rein ökonomische Argument eigentlich vorrangig gewesen. Man hat viele Lösungen, nachhaltige Lösungen und Lösungen für die lebenswerten Wohnungen eigentlich verhindert. Und eine gewisse Schicht konnte sich die sogenannten lebenswerten Wohnungen eigentlich nur mehr leisten. Das waren so diese Dachgeschoss mit Terrassen- und Balkonwohnungen, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind. Aber für die breite Masse ist eigentlich gewisse rein ökonomischen Kriterien ausschlaggebend gewesen, vor allem im sozialen Wohnbau. Wo auch die Frage dann für mich sich stellt, ob dieses reine ökonomische Argument im Wohnbau, also das ausreichende Argument ist. Und ein bisschen ist jetzt dieses Thema ökonomisches Wohnen gekittet worden durch den Begriff des Smart-Wohnens. Und Smart heißt nichts anderes, dass es immer kleiner wird und damit eigentlich immer weniger Wohnfläche und damit eigentlich auch Lebensqualität errichtet wird. Und wenn diese nicht vorhandene Fläche in der Wohnung nicht kompensiert wird durch Flächen, die entweder öffentliche Räume sind oder Flächen im Gebäude, die man unabhängig von der Wohnung nutzen kann, um einen Freiraum und einen gewissen Sozialraum zu haben, dann wird dieses Thema der Dichte der Stadt nicht qualitätsvoll behandelt werden können, so sehe ich es. Es war jetzt die ideale Zeit für Wohnforschung, dass man wirklich die Bedeutung des Wohnens existenziell gespürt hat durch diese Quarantänesituation. Also ganz, ganz pragmatisch und klassisch ist natürlich, dass eine Wohnung Schutz, Erholung, Behaglichkeit und Leistbarkeit bieten sollte. Aber wenn ich es versuche, als Kulturanthropologin, die sich für Architektur interessiert, auf das Bauen und Gestalten, das Entwerfen von Wohnungen zu übertragen, muss ich sagen, bin ich eine, bin ja schon etwas älter, bin ich eine Anhängerin von paritätischen Grundrissen, von breiten Stiegenhäusern, von Höfen, von Balkonen und kaum von loftartigen Großraumwohnungen. Eine nachhaltige Wohnung, finde ich, sollte offen sein, vor allem für Veränderungen der Wohnwünsche im Lebenslauf. Wir beziehen als junge Menschen mit anderen Bedürfnissen eine Wohnung und manchmal bleiben wir sehr lange in einer Wohnung durch verschiedene Lebensphasen hindurch. Wenn man sich die alten Entwürfe der Moderne anguckt, ist das alles ein bisschen mitbedacht. Das habe ich in der Unité d'Habitation von Corbusier, in dem Konzept habe ich das drin, ich habe das drin in der wunderbaren Terrassenhaussiedlung, die Eugen Groß mit seinem Team in Graz gebaut hat, die nun schon über 40 Jahre funktioniert. Was mich auch sehr beeindruckt hat, sind die Solids der Amsterdamer Wohnbaugenossenschaft Het Oosten,
die sich orientiert haben an den Wohnnutzungen der Squatter in den 60er und 70er Jahren und Wohnbaukonzepte entwickelt haben mit nicht nur paritätischen Grundrissen, sondern auch paritätische Nutzungen in einem Gebäude von Infrastrukturen, Versorgungsleistungen, privatem Wohnen und gewerblichen Wohnen. Also diese Durchmischung der Funktionen, die wir für den Alltag brauchen, in einem Gebäude, aber eben veränderbar. Wo mal 10 Jahre eine Kita ist, kann vielleicht die nächsten 10 Jahre eine NGO rein oder eine vierköpfige Familie. Und das finde ich, habe ich das Gefühl, das ist etwas, was wirklich dem Leben auf die Finger geguckt ist, sozusagen. Ansonsten finde ich, haben wir zu spüren bekommen, dass wir das draußen brauchen, dass wir die Luft brauchen, die Grünräume, das, und dann denke ich auch wieder, diese alten Wohnüberbauungen, Mehrfamilienhäuser hatten großzügige Grünflächen. Das ist etwas, was der Verdichtung zum Opfer fällt in den Städten. Da müssen wir nochmal über die Bücher gehen. Und vielleicht ein letzter großer Wunsch noch, mehr Frauenzimmer. Wir brauchen mehr Räume für Frauen, Räume der Emanzipation nach wie vor. Und ich glaube, das gendergerechte Bauen und Wohnen muss jetzt auch noch mal über die Bücher gehen nach dieser kritischen Quarantänephase.